Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr unter eurem Weihnachtsbaum ein Bambulab X1 Carbon hattet, bleibt unbedingt dran, denn heute testen wir 9 Dinge, die ihr selbst ausdrucken könnt, die euren Drucker noch viel besser machen, als er jetzt schon ist. Der erste Druck ist ziemlich klein, sind diese beiden kleinen Dust-Cover. Und wofür die sind, zeige ich euch jetzt. Dafür gedacht, für die Oberseite der Z-Achsen-Schraube, genauer gesagt für die linke und die rechte. Und wie ihr schon sehen könnt, auf meiner ist schon so ein Filamentrestchen drauf. Das heißt, mit diesem Cover wäre das vermutlich ein bisschen besser. Ich reinige die mal kurz und mache die dann drauf. Okay, einfacher Part, muss man nicht näher beschreiben, könnt ihr euch ausdrucken. War übrigens PLA, ich werde zu jedem Druck dazu sagen, ob es PLA oder PETG war. Weiter geht's mit Teil 2. Der zweite Part ist dieser Schutz für den Lüfter in der Innenseite des Gehäuses. Der soll verhindern, dass man mit dem Finger einfach reinkommt oder mit einem Bauteil irgendwie da reinkommt und den aus Versehen zerstört. Bauen wir kurz ein, dürfte auch sehr schnell gehen. Der kommt dann quasi hier drüber. Okay, also der Einbau ist gar nicht so einfach. Das ist ja echt ein bisschen Gefrickel. Okay, so hat es funktioniert. Das war ein bisschen Gefrickel, also man muss aufpassen, dass man den Fan nicht beim Reinmachen dann zerstört. Aber wenn dieses Gitter mal drin ist, ist es ganz cool. Weiter geht's mit dem dritten Teil. Übrigens war wieder PLA. Teil Nummer 3 ist auch ziemlich klein, ist ein Staubschutz für den Druckkopf selbst. Dazu müssen wir, glaube ich, den Filamentschlauch kurz rausziehen und wieder reinstecken. Finden wir jetzt raus. So, hier ist der Kopf und die Schleppkette. Und das hier muss das hier einfach so oben drauf. Und dazu müssen wir diesen Schlauch kurz hier rausmachen. Es geht aber ziemlich einfach. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Um den Schlauch da rauszubekommen, müssen wir nur hier vorne drauf drücken. Zwischen diesem Ring. Und dann sollten wir ihn rausziehen können. Ich nehme dafür einfach einen 1,5er Bit. Schlauch ist draußen und ich blute. Okay, das war auch ziemlich einfach. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn der da rumfummelt und abrutscht, kann schnell blutige Hände erzeugen. Vorsicht ist geboten. Auch ein cooler Zusatz, spart ein bisschen Dreck im Kopf. Nichts Weltbewegendes. So, Finger ist verarztet, weiter geht's. Von diesen beiden Teilen hier erwarte ich mir sehr viel. Das sind nämlich zwei Buildplate Guides. Wenn ihr den Bambulab X1 Carbon schon eine ganze Weile habt, werdet ihr schon gelernt haben, dass das Reinschieben und Positionieren der Bildplatte manchmal ein bisschen tricky ist, man dann nicht genau die Mitte trifft. Und diese beiden Teile sollen dabei helfen, dass das einfach super easy funktioniert. Und laut Beschreibung soll man sie einfach reinklippen können und dann passt schon alles. Testen wir mal direkt. Also das ist ja gerade, man macht die Platte raus, schiebt sie wieder rein und dann seht ihr, da hinten kann man darüber rutschen. Hier, und das scheint, ja, ist ein bisschen lästig. Okay, jetzt nochmal diese beiden Kollegen einfach so reinklippen können. Okay, so. Okay. Also von hinten nach vorne kann man sie drauf schieben. Das ist schon sehr tight fit. Fühlt sich an, als würde man was kaputt machen. Klang auch eher mittelmäßig gut. Okay, jetzt ist es drauf und jetzt sollten wir hier theoretisch einfach die Platte hier reinschieben können. Oh ja, das ist schon viel geiler als davor. Cool, gefällt mir. Okay, ich muss sagen, das war der erste wirklich nützliche Hack. Spart viel Zeit beim Reinschieben der Platte und ich hatte schon ein paar Mal, dass ich einen Druck gestartet habe, die Platte ein bisschen schräg war und dann der Drucker sich beschwert hat, dass er diesen Code nicht finden kann. Also wirklich praktisch.
Druckt den PETG aus, weil euer Druckbrett ein bisschen heißer wird. Neben der Druckplattenführung ist das hier mein zweiter Favorit, denn das hier ist ein Kabelguide für die Rückseite. Damit sollte man die ganzen Schläuche und Kabel ein bisschen sauberer am Gehäuse führen können. Ist vor allem für mich ganz praktisch, denn ich habe oben bei uns die Wände mit so Schaumstoff-Schallschluck-Zeug beklebt. Und wenn ich da meine Poopbox raushole, dann hängt die immer an diesen Kabeln fest und das ist immer ziemlich mühsam, die da rauszuholen. Ja, bauen wir es mal ein und testen es. Also hier nochmal die Kabel, die sie gerade sind, und theoretisch fügt sich dieses Teil hier so ein und ist dann in der Lage, alle Schläuche irgendwie sauber zu sortieren. Ich glaube sogar so rum. Das finden wir gleich raus. Okay, laut Beschreibung kann man das einfach hier so reinklippen und dann hält das durch diese Kabel einfach von selbst. Okay, ist eingebaut. Ich finde es ganz cool. Leider habe ich hier oben diesen Riser gebaut. Übrigens, wenn ihr den Link zu diesem Erhöher haben wollt, der ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Der macht, dass man hier vorne dann das Glas eben so reinschieben kann, dass es ein bisschen offen ist. Man soll ja PLA zum Beispiel drucken mit offenem Druckraum und so kann man das ja easy rausmachen. Aber dadurch ist meine ABMS ein bisschen weiter nach hinten und dadurch ist wohl dieses Kabel hier ein bisschen kürzer und ich kann es hier nicht ganz reinführen. Ja, das ist nicht richtig falsch an, das so zu machen. Man reißt sie auch ein bisschen raus. Wir könnten das so machen. Okay, hier muss ich leider sagen, das Teil ist ganz cool. In meinem Fall ist durch diesen Riser oben nicht ganz praktikabel. Ich bräuchte ein längeres AMS-Kabel, um das dann sauber verstauen zu können. Aber auf jeden Fall besser als davor und der Einbau war auch ziemlich einfach. Die nächsten beiden Drucke oder die nächsten beiden Hacks sind für den Druckkopf. Darum habe ich nochmal die AMS abgebaut. Und das Tool hier wird uns dabei helfen, dass es ein bisschen stressfreier wird. Es ist nämlich ganz einfach ein Wartungshilfwerkzeug. Das kann man hier auf die X-Achse einhängen und dann kann man einfach den Kopf hier oben drauflegen und dann baumelt der nicht so im Weg rum. Und jetzt zu den beiden Drucken, die wirklich spannend sind, denn die verbessern vielleicht sogar eure Druckqualität. Kleiner Disclaimer, die Bambule-Drucker sind so gut, da müsst ihr erstmal nichts dran rumschrauben oder sowas. Das war früher anders, zum Beispiel die Anycubics oder früher die Ender 3. Da hat man rumgebastelt und irgendwas optimiert. Mittlerweile sind die so, so gut, das ist wirklich, bis ihr die Punkte oder die Grenzen erreicht von diesen Druckern, da müsst ihr schon echt tief drin sein in der Materie oder besondere Materialien drucken. Also das müsst ihr nicht zwingend tun, könnt ihr aber. Und das machen wir jetzt mal. So, die nächsten beiden Teile kannibalisieren sich ein bisschen gegenseitig. Zum einen ist es diese Führung hier. Damit wird der Kopf ersetzt, wo der Schlauch drin sitzt und sorgt dafür, dass er ein bisschen mehr Spiel hat. Das soll anscheinend ein paar Probleme lösen. Alternativ kann man auch mit diesem Führungsbogen den Schlauch generell in einem sehr guten Winkel halten, dass der eben niemals knickt und das Filament hier eben gut durchläuft. Ich habe mich jetzt zu diesem hier entschieden, das heißt, den hier bauen wir nicht ein, aber ich habe ihn natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Den hier unbedingt aus PETG drucken, weil es da oben ziemlich warm wird. Leider sind die beiden nicht kompatibel, sonst würde ich die beide einbauen, aber das müsste man noch anpassen. Oder es gibt es mittlerweile auch schon, ist ja immer recht schwer, alles, was es gibt, zu finden. Wir bauen auf jeden Fall jetzt diesen Bogen ein. So, dafür müssen wir wieder auf jeden Fall das hier rausdrücken. Ich hoffe, das rutscht nicht ab und tut mir weh. Perfekt. Ich hoffe auch, dass das mit diesem Dustcover kompatibel ist. Das wäre natürlich perfekt. Okay, und der wird jetzt einfach nur zusammengesteckt. Ist übrigens auch PETG. Und dann wird der Schlauch hier einfach durchgeschoben und dadurch hat er automatisch den perfekten Winkel oder einen besseren Winkel. Und jetzt kann ich das Ganze hier wieder drauf schieben. Okay, leider passt das Dustcover genau nicht, das muss man nochmal anpassen. Aber mir ist jetzt der Schlauch hier wichtiger, darum Dustcover wieder weg. Schlauch drauf. Und draufstecken. Und fertig. Kopf wieder drauf.
sieht gut aus. Ja, und das Dustcover wäre eh im Weg, sehe ich gerade, wenn der hier so rumfährt. Das heißt, da muss man sich auch entscheiden. Coole Änderung und zeigt auch immer wieder, wie die Community mitdenkt. Ich meine, war schon mal beim iPhone so, Apple wollte keinen App Store, dann kamen die Hacker, haben einfach Apps aufs iPhone gehackt mit Jailbreaks. Apple hat es erkannt und mittlerweile machen die richtig, richtig viel Kohle mit App Stores. Also ist immer gut, wenn die Community ein bisschen mitdenkt und Geräte verändert, ausprobiert. Ja, weil auch die Hersteller haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auf geht's zum letzten Teil. Und zum Abschluss nochmal diese beiden kleinen Cover. Ihr könnt es euch schon denken, Staubschutz, diesmal für hinten. Übrigens, die beiden Rot sind verschieden, weil das ist PLA und das ist PETG. Ich hatte kein PLA mehr. Können wir direkt montieren. Und zwar sind die Teile für diese kleinen Öffnungen hier, wo man die Riemen spannen kann. Und die kann man dann einfach hier hinten drauf klippen über dieses Loch. So. Auf der anderen Seite auch. Und dann ist das Gehäuse nochmal ein kleines bisschen staubgeschützter, wobei natürlich das sinnfrei ist, wenn hier oben offen ist. Heißt, wenn ihr wirklich Staubschutz wollt, müsst ihr hier dann das Glas zumachen. So, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere Inspiration mitnehmen können. Ich finde, dass der X1 Carbon schon von Haus aus ein sehr, sehr, sehr guter Drucker ist. Darum sind die meisten Hacks eher visuell oder halt einfach praktisch. Aber die Druckqualität ist generell so gut, dass das keinen Sinn macht, da rumzuspielen. Ich finde, es sieht cool aus, da ich jetzt zwei habe. Einer ist jetzt grün, der andere ist rot. Und so haben die beiden Drucker einfach ihren eigenen Touch. Und es macht einfach Spaß, da ein bisschen was zu optimieren. Alles klar, bis zum nächsten Video und schaut euch unbedingt noch unser Frenchfinity Video an. Ich habe die letzten 6 Monate investiert, um ein Halterungssystem oder ein Halterungssubsystem für French Gliedwände zu konstruieren. Alles kostenlos, alles Open Source zum Downloaden. Ihr könnt euch Halterungen konfigurieren für alle eure Schraubenzieher, alle eure Hammer. Guckt euch unbedingt an. Ich habe das Video auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Macht's gut, bis dann. Ich räume wieder auf. Ciao.